Ja, ich habe Schrei gehört von einem Kind und dann bin ich rausgelaufen. Da hatte ich eine Dame angetroffen mit dem Kind und sie sagt, ja, ihr Freund wäre unten in der Garage eingeklemmt. Und dann bin ich schnell in die Garage unten rein, habe ich die Situation eben gesehen. Leider war die Dame am Lenkrad unter Schock. Ich habe alles Nötige getan, um das abzusichern und die Frau aussteigen zu lassen. Ja, dann habe ich übernommen, bin auf der Bremse geblieben, so lange, bis die Einsatzkräfte eben eingetroffen sind und den Mann aus der Verklemmung gelöst haben. Die Dame ist wohl über die Absperrung gerutscht und der Mann wollte ihr irgendwie helfen, so hat es geheißen unten. Und dabei hat sich der Wagen gelöst und ist über seinen Fuß drüber und hat ihn unten eingeklemmt. Und er kam nicht mehr raus. Ja, es war ein Schock für uns alle. Ja, so eine Situation vom frühen Morgen, kurz nach dem Aufstehen. Wir sind hier in der Heilbronner Straße in Esslingen. Wir sind alarmiert worden in eine Tiefgarage mit dem Stichwort Person unter einem Fahrzeug eingeklemmt. Wir sind bei der ersten Erkundung darauf gestoßen, dass eine Person unter einem PKW mit dem Fuß eingeklemmt war. Und zwar sind es Wechselgaragen. Und dort ist ein PKW über die Begrenzung drüber gefahren und hat diese Person mit dem Fuß zwischen PKW unter Wechsel Garage eingeklemmt. Wir hatten am Anfang die Schwierigkeiten dadurch, dass die Person mit dem Fuß eingeklemmt war und wir das Fahrzeug nicht ohne weiteres mit menschlicher Kraft anheben konnten, mussten wir Spezialgerät ans Fahrzeug hinbringen, Büffelwinden, Luftheber und so weiter, um dann letztendlich die Person im Verlauf der Rettungsmaßnahmen befreien zu können. Wir waren mit 28 Kräften und 8 Fahrzeugen im Einsatz. Der Patient wurde durch die Feuerwehr befreit, notärztlich erst versorgt und wird jetzt hier in die Klinik nach Esslingen transportiert. Eine weitere Person wurde durch den Rettungsdienst betreut und wird auch anschließend in die Klinik transportiert. Der Rettungsdienst war mit 2 Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Insgesamt 6 Kräfte.